So, was habt ihr letzten Mittwoch getan? Buß- und Bettag. Habt ihr den Tag besonders begangen oder war es ein normaler Alltag oder wie angeklungen zumindest in Bayern waren es ja Schulferien. Musstet ihr jonglieren, wie es mit den Kindern läuft oder denkt ihr jetzt gerade, dann stimmt, das war ja irgendwie. Buß- und Bettag, wie feiert man eigentlich Buß- und Bettag? So mit Sack und Asche, so. Das wäre cool, oder? Buße klingt ja gar nicht so sympathisch irgendwie, Bußtag. Buße klingt so nach Büßen, nach Strafe, die ich zahlen muss. Dafür wirst du büßen. Also nicht so ein gutes Image. Buß, Bettag. Gut, beten, okay. Aber wie feiern wir diesen Tag? Was machen wir da so? Erstmal ein paar Zahlen. 1532 war der erste Bußtag in der Kirche ausgerufen. Da gab es eine konkrete Situation, eine militärische Not da und dann hat man gesagt, wir müssen alle zusammenkommen. Buße und Gebet ist dran. Und so wird das immer wieder in konkreten Notsituationen über das ganze Jahr verteilt, so ein Buß- und Bettag anberaumt, ausgerufen. Und du hast die Situation in Europa gerade schon angesprochen, gedacht, wie passend, ein Buß- und Bettag. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann dieser Mittwoch vor dem Ewigkeitssonntag festgelegt und auch als Feiertag, gesetzlicher Feiertag damals deklariert. Buß- und Bettag im Angesicht des Todes oder der Ewigkeit. So, eigentlich ein Tag der Einkehr, der Gewissensprüfung, ein Aufruf zur Buße und Gebet. Nun, dieser Feiertag wurde dann abgeschafft, um die Pflegeversicherung zu finanzieren. Könnte man auch noch ein bisschen drüber nachdenken. Aber kippt dann dieser Tag runter? Ist Buß- und Bettag damit überholt? Und naja, da gehen wir jetzt drüber weg. Möglichst schnell Advent. Ja, ich glaube, es würde uns was fehlen, wenn wir nicht einen Moment innehalten und Buß- und Bettag halten. Ich glaube, wer Weihnachten feiern will, braucht den Buß- und Bettag. Nur wer Buße tut, kann in den Advent, mit all dem, was Advent ausmacht. Deswegen möchte ich mit euch heute dieses Thema beleuchten. Noch nie über Buße gepredigt. Wird auch nicht so sagen, dass ich so der klassische Bußprediger bin, den man sich so vorstellt. Von dem her könnt ihr euch entspannt weiterhin zurücklehnen. Und trotzdem, was meint das mit Buße? Ganz oft wird in der Bibel davon gesprochen und ich glaube, es würde uns was verloren gehen, wenn wir das Thema zu den Akten legen. Ich mag das hier mal auf die Wand schreiben, könnt ihr mir das mal bringen? Und ich habe meine Stifte vergessen. So, Dankeschön. Buße. Interessant, gerade in den Adventstexten wird ganz oft von Buße gesprochen. Johannes der Täufer, der ja dieser Vorläufer war, diese Adventsgestalt, der das Kommen Jesu vorbereitet hat, war ein Bußprediger. Es steht uns also zu Recht an, vor dem Advent einmal innezuhalten und über Buße nachzudenken. Johannes hat gepredigt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Wenn wir in den Advent gehen, wenn wir ein Wegbereiter Jesus sein wollen, spielt Buße eine Rolle. Was ist genau damit gemeint? Wie schon angeklungen, im Deutschen hat das Wort so ein bisschen eine irreführende Bedeutung, zumindest inzwischen bekommen. Das klingt so nach Strafe. Ich muss büßen für eine Straftat. Es gibt einen Bußgeldkatalog bei der Polizei für Vergehen. Da muss man Buße bezahlen, Bußgeld, also mit Handy am Steuer zum Beispiel, 60 Euro ein Punkt. Wer das noch nicht bezahlt hat, oder mit Winterreifen, mit Sommerreifen durch den Winter fahren, 60 Euro. Wenn dann noch ein Unfall passiert, wird es immer mehr. Also nur so, es liegt Schnee. Genau. Also es gibt so einen Bußgeldkatalog und dieses Wort Buße hat sowas von diesem, na, ich muss eine Strafe zahlen, obwohl ich es eigentlich gar nicht einsehe. Also ich kann locker mit einer Hand Auto fahren, mit einer Hand telefonieren. Warum wollen, oder hier war doch ein wunderschöner Parkplatz, warum soll ich jetzt hier nicht ganz kurz stehen bleiben? Also dann
Buße zu tun heißt vielleicht, was zu tun, was ich gar nicht so will, aber es wird mir halt auferlegt und jetzt muss ich da halt durch. Im Mittelalter hat die Buße ihre Blütezeit erlebt. Da war das Mönchtum stark beteiligt und da gab es auch so einen Bußkatalog. Jedes Vergehen, alles, was nicht ordentlich abgeleistet wurde, ob man zum Beispiel unpünktlich zum Gebet kam, da wird dann ganz genau aufgelistet, was das dann bedeutet, was für Bußleistung man erbringen muss. Oder Geld bezahlen. Das war dann später ganz lukrativ. Der Ablasshandel ist entstanden aus diesem Bußgedanken. Einer aus der Baukreisleitung, Namen werden nicht genannt, hat überlegt, ob wir das nicht wieder einführen könnten, um unseren Bau zu finanzieren. Haben uns dann doch dagegen entschieden. Genau. Aber da merkt man, so deswegen, da gibt es auch so Bußgürtel, das sind so mit Dornen nach innen gerichtete Teile, die man sich um Arm oder um Bein bindet. Also furchtbare Dinge. Deswegen glaube ich, hat dieses Wort ganz schlechtes Image. Und in dem Sinn auch zu Recht, weil das ist nicht das, was Gott mit Buße meint. Da steckt was völlig anderes dahinter. Wenn die Bibel von Buße spricht, ist da Reue und Umkehr gemeint. Umkehr oder Umdenken. Wenn die Bibel von Buße spricht, dann ist da was Willentliches, was ganz Aktives, was Bewusstes gemeint. Ich selber kehre um. Das hebräische Wort, was hier dahinter steckt, meint auch mit meinem ganzen Leben. Nicht ich zahle jetzt halt diese 60 Euro und dann mache ich es wieder oder irgendwie so. Sondern da passiert was mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Sein, mit meinem Denken, mit meinem Fühlen, mit meinem Handeln, drehe ich um 180 Grad um. In der Bibel gibt es einige Menschen, die ihren Namen geändert haben. Aus Abram wurde Abraham, aus Jakob wurde Israel, aus Saulus wurde Paulus, weil die Buße getan haben und umgekehrt sind und was völlig Neues hat begonnen. Sogar, dass sie es in ihrem Namen ausdrücken mussten oder konnten. Eigentlich eine wunderbare Sache, finde ich, dass man wirklich deutlich macht, das meint mich als ganzen Mensch. Ich habe hier was eingesehen, bereut und kehre um. Interessant ist, dass in der Bibel, vor allem im Alten Testament, einige Male, 30 Male davon die Rede ist, dass Gott umkehrt. Dass Gott umdenkt, umkehrt, dass ein Gericht, was er aus seiner Heiligkeit heraus angesetzt hat über das Volk Gottes, dass er noch im drüber nachdenken oder im Beginn umkehrt von diesem Gericht und umdenkt. Da heißt so diese Formulierung, das Gericht, das er beabsichtigt hatte, gereute ihn, er kehrte um. Gott hat sich von Gericht zu Gnade bekehrt. Spannend, wie Gott hier beschrieben wird. Zu Recht wäre das gewesen mit diesem Gericht, die verdiente Strafe. Aber Gott dreht um und gibt uns damit die Chance, auch umzudrehen. Und gerade das Alte Testament ist voll davon, dass das Volk Gottes zur Buße gerufen wird, eingeladen wird, gerufen wird durch die Propheten, umzukehren, ihren Weg um 180 Grad zurückzugehen, zurück zu Gott. Gibt es auch Dinge, dass sie für die Schuld ihrer Väter Buße tun sollen, dass sie für die Schuld eines ganzen Landes Buße tun sollen. Auch das gibt es, dass ich stellvertretend Buße übernehme für das, was meine Vorfahren, was da noch an Schuld da ist. Wäre nochmal ein ganz eigener Gedanke, aber ich möchte ihn trotzdem erwähnen. Wenn du merkst, dass in deiner Familie noch so eine Wurzel des Unguten ist, was sich wie von Generation zu Generation fortsetzt, ergreif die Verantwortung, tu Buße dafür. Und Gott nimmt das wahr. Wo da noch irgendein Geist ist oder irgendwas sich wie fortpflanzt innerhalb deiner Vorfahren, zu sagen, da tue ich Buße, da stehe ich ein vor Gott und überwinde das. Und es muss nicht weiter in meiner Familie so weitergehen. Buße tun. Und ihr merkt schon, Buße führt in eine Freiheit hinein, Buße etwas loszuwerden. Im Neuen Testament ist dann
60 Mal von dieser Metanoia die Rede. Griechisches Wort, was für Umkehr, Umdenken steht. Ein aktiver Schritt der Veränderung. Ich gehe in diese Richtung und dann drehe ich mich komplett rum und gehe in eine andere Richtung, in die neue Richtung, wieder auf Gott zu. Und das Ganze, die ganzen Evangelien sind davon voll, dass Jesus auch durch viele Gleichnisse, durch viele Geschichten in diese Umkehr ruft, wo man sagt, wo du bisher ohne Gott gelebt hast, wo Gott nicht der Mittelpunkt in deinem Leben war, dann kehr um, tu Buße. Abkehr von dem Leben, das nicht nach Gott gefragt hat. So wie der verlorene Sohn, der vom Vaterhaus weggelaufen ist in diese Richtung und irgendwann gemerkt hat, hier geht es nicht weiter. Bei den Schweinen ist er gelandet. Und ihr wisst das alles, was in diesem jüdischen Kontext bedeutet, bei den Schweinen zu landen, die unreinen Tiere. Das war nicht einfach halt einer, der sich jetzt mit Tieren beschäftigt hat, sondern der war wirklich in der Sackgasse seines Lebens angekommen. Und der sagt, ich möchte nicht weiter so leben, ich möchte Buße tun. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, aber ich kehre um. Buße heißt also, Menschen, die bei den Schweinen gelandet sind, dass es die Möglichkeit gibt, nach Hause zu gehen, zum Vater zurückzugehen. Buße zu tun heißt, zum Vater zurückkommen. Das Feindesland, wo ich gar nicht hingehöre, das zurückzulassen und wieder zum Vater nach Hause zu gehen. Merkt ihr, spürt ihr, was das Buße, was unendlich Befreiendes ist? Buße heißt es, nach Hause kommen, wo ich hingehöre, wo ich weggelaufen bin. Buße ist nach Hause kommen. Du darfst umkehren. Gott hat sich zu dir bekehrt und lädt dich ein, dass du dich zu ihm kehrst. Verlass das Feindesland, verlass die Sünde, verlass den Bereich, wo du hingekommen bist und gar nicht hin wolltest, wo es auch gar nicht weitergeht. Einfach umkehren und wieder zurück zum Vater. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch wieder neu. Die Schweine zurücklassen, den Schweinestall zurücklassen, wieder zum Vater gehen. Das ist Buße, das ist gute Nachricht und keine Strafe, die uns auferlegt wird. Jesus hat mal gesagt, wenn ihr nicht umkehrt, also Buße tut und werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht ins Reich Gottes. Also Buße tun heißt wieder Kind werden. Merkt ihr, da kommt, das ist so ein Schatz plötzlich. Wie ein Kind wieder zum Vater kommt und sagt, das tut mir leid, du hattest recht. Wenn es bei uns zu Hause Streit gibt, also mit den, was, also eigentlich nie, aber die Schule mit Hausaufgaben und so, also die Schule ist schuld, nein. So, aber man muss dann halt mal sagen, so, jetzt wird Französisch gelernt heute. Genau, ich weiß nicht, ob ihr es kennt oder bei euren Enkeln, probiert das mal aus. Genau, da kann schon mal Emotionen hochkommen, vor allem in so einer angehenden Teenagerzeit. Und da wird es dann auch schon mal laut und dann, puff. Gut ist, wenn da eine Zeit vergeht, wenn man da nicht drauf einsteigt auf alles. Und es gibt nichts Schöneres, wie dann wieder Versöhnung zu feiern. Wenn dann das Kind kommt und sagt, ach Papa, hast ja recht. Ah. Und dann, dann sind die ja so weich plötzlich, eben noch so Granitblöcke irgendwie und dann plötzlich so wie Wachs. Genau, und kuscheln und alles wieder gut. Und das ist Buße, dass aus dem Granitblock wieder ein weiches Herz wird. Und wieder zurück zum Vater zu gehen und zu sagen, hey, du hattest recht. Das ist Buße. Es gibt einen Bibeltext im Markus 1, Vers 15, der das nochmal beschreibt und den ich mit euch dann nochmal durchgehen will. Das ist so die Überschrift über die ganze Predigt Jesu. Das ist wegen am Anfang dieses Markus-Evangeliums, ihr könnt es an der Wand mal sehen. Da heißt es, Jesus ging nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes.
Und jetzt kommt es quasi wie rot unterstrichen, Doppelpunkt, Ausrufezeichen. Was ist denn jetzt die Botschaft Gottes? Er sagte, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt dieser Botschaft oder glaubt dem Evangelium. So ganz kurz und ganz prägnant, das möchte ich mit euch durchgehen, das ist wie so eine Matrix für Buße. Das Erste, was hier steht, ist, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. So, das Reich Gottes kommt nahe herbei. Und das meint nicht nur eine zeitliche Nähe, sondern das meint so auch eine räumliche Nähe. Das meint hier nicht, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen im Sinn von, wir leben jetzt in der Endzeit, der Aspekt steckt da auch drin und Jesus kommt bald ganz wieder, sondern da steckt auch dieses Jetzt schon, ist es nah dran, ganz nah an dir. Da bricht etwas rein in mein Leben, das Reich Gottes, und das ist Auslöser der Buße. Auslöser soll also nicht sein Angst oder Druck von außen. Oder ich muss mich jetzt hier irgendwie anpassen oder irgendwelche Moralvorstellungen, sondern das Reich Gottes. Paulus drückt es so aus in Römer 2, begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Gottes Güte ist es, die uns ruft. Wo Gott sich uns wieder zugekehrt hat und mit weiten Armen vor mir steht, das ist der Auslöser für Buße. Wie wenn Gott da steht, wer kommt in meine Arme? Und wer kann dann noch widerstehen? Gottes Güte treibt uns zur Umkehr. Ja, vielen Dank. Buße darf also eine Sache sein, die in unserem Herzen passiert und aus einer Liebe heraus. In der Apostelgeschichte hat Petrus vollmächtig gepredigt nach Pfingsten. Da hat er gepredigt, Apostelgeschichte 2. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Boom, das sitzt. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Da heißt es wörtlich, bis ins Herz getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Da kam also von außen was in ihr Herz. Sie haben was verstanden. Und dann kommt die Antwort von Petrus, kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesu Christi taufen, Jesus Christus taufen. Das Erste, was hier passiert, ist quasi die Buße. Tut Buße, kehrt um von eurem Weg. Und dann kommt die Taufe als Sinnbild der Buße. Mein ganzes Leben, was ich bisher ohne Gott geführt habe, geht unter Wasser. Für einen Moment ist es komplett weg. Ich bin mit Christus begraben. Wir werden an Silvester wieder Taufe feiern, aber nicht am See, sondern hier hinten in unserem wunderschönen Taufbecken. Und sagen, da kann ich Buße tun, da zeige ich das, wie Petrus das hier gepredigt hat. Lasst euch taufen als Bekenntnis eurer Buße, eurer Umkehr. Und deswegen taufen wir auch keine kleinen Kinder, sondern Menschen, die das ganz bewusst nachvollziehen können, was da passiert. Tut Buße. So, zurück zu Jesus. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, kehrt um. Und dann kommt das Zweite und glaubt. Oder Glaube, ja genau, kann man auch glauben. So. Diese beiden Dinge gehören untrennbar miteinander verbunden. Das eine ist die Abwendung von meinem alten Leben und das andere die Hinwendung zu meinem neuen Leben mit Christus. Das ist das alte Leben, was vorbei ist und hier beginnt das neue Leben mit Jesus. Und diese beiden Dinge gehören untrennbar mit zusammen, sind untrennbar miteinander verbunden. In Apostelgeschichte 20 fasst Paulus seine komplette Predigt zusammen, da sagt er, Juden wie Nichtjuden fordere ich eindringlich auf,
zu Gott umzukehren und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. Also immer wieder diese beiden Elemente. Und warum ist mir das so wichtig? Denken Sie, ja, das kenne ich doch schon und schon mal gehört und so. Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass wir das beides weiter gleich wichtig nehmen und diesen Schritt wahrnehmen. Wenn uns eins von beiden fehlt, dann fehlt was. Wenn wir den Glauben vernachlässigen, dann bleibt Buße einfach ein Reuen, bleibt es vielleicht im Alten Testament, bleibt es schnell gesetzlich. Aber die größere Gefahr ist ja heute, dass wir heute die Buße vergessen. Dass wir Menschen gleich, ah ja, das mit Jesus ist so toll und komm, jetzt bet doch auch mal und jetzt leb mal mit Jesus und das ist so klasse und so. Aber wir überspringen die Buße. Und dann wird das Christsein nicht tief, dann wird das nicht vollmächtig, dann hat das nicht wirklich, dann ist der neue Glaube nicht wirklich neues Leben, sondern dann kommt das wie so ein Sahnehäubchen, kommt halt noch ein bisschen Jesus dazu. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ne? Gut. Und ich glaube, wir sind da auch in der Gefahr, dass wir vielleicht den Glauben zu leicht machen wollen und hier so ein bisschen, ja, also da muss man ein bisschen Buße und dann glauben und dann kriegt man die ganzen schönen Sachen und so. Als ich das vorbereitet habe, mich hat es auf die Knie gebracht. Ich habe gesagt, Gott, vergib mir, wo ich das so ein bisschen zurückgestellt habe oder wo ich nicht klar genug war. Merkt ihr, was ich meine? Wir brauchen das beides, weil dann entsteht ein kraftvolles Christsein. Der Stefan Vatter war gestern da bei dem Mitarbeitertag und mich total gefreut. Ich saß hinten drin und hat genau diese Dinge auch erwähnt, nur kurz, weil es eigentlich um den Heiligen Geist ging. Und ich dachte, ja genau, das war eine Bestätigung. Wir brauchen beides. In 2. Korintherbrief heißt, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. So, wie geht das? Das Alte ist vergangen, das Neue hat begonnen. Wenn ich nicht vorher das Alte ausräume, Buße tue, dann funktioniert das Neue nicht. Wir reisen ja immer mit ein paar Familien an den Gardasee. Meine Tochter freut sich schon drauf. Kann sich schon jetzt, so, wo es Winter ist, gut vorstellen, da wieder hinzufahren. Und wir haben da immer solche Mietzelte. Das sind also komplette Zelte mit PVC-Boden und alles. So, und wir haben festgestellt, so nach dem zweiten, dritten Tag, dass es in einer Ecke in diesem Mietzelt fürchterlich gestunken hat. Da haben wir gedacht, ja, ist vielleicht Milch ausgelaufen oder so. Es war in der Nähe vom Kühlschrank oder wo die Lebensmittel waren. Alles mal weggebracht, das Altglas weggebracht und alles aufgewischt und so und immer wieder alles aufgerissen, war ja sommerlich warm. Aber es hat immer noch gemufft an dieser Ecke. Und manchmal vor allem dann, wenn abends alles mehr zu war, hat es richtig gestunken. Und dann haben wir so Duftdinger dahin gemacht und alles möglich. Aber es hat nicht wirklich was gebracht. Gut, jetzt war Sommer und man konnte alles ein bisschen auflassen und so. Dann haben wir mit den Vermietern da gesprochen, haben die gesagt, ja, manchmal sind da Tiere drunter. Super Idee, genau. Ja, aber wenn das Alte nicht weggeht, dann kann ich so viel lüften und putzen und oberflächlich rummachen und ein Duftkerzchen hinstellen, das nützt nichts. Wenn das Alte nicht wirklich in die Buße geht und in die Umkehr geht, dann kann ich so viel irgendwie ein bisschen fromm sein und beten und in Gottesdienst gehen, das wird nicht zu einem kraftvollen neuen Leben führen. Weil es gibt so viel mehr. Und ich habe mir gedacht, wie viel alten Krust schleppen wir noch in unserem Leben mit uns rum, anstatt Buße zu tun, umzukehren. Ja. So, Buße, zwei Aspekte. Das erste ist eben diese Erkenntnis der Sünde. Die Folie, erstens Sündenerkenntnis. Ich habe bisher ohne Gott gelebt. Er hat mir das Leben geschenkt, er hat mir alles gegeben, aber ich habe ihn links liegen lassen. Das ist so diese erste Hinwendung, zu erkennen, Gott hat es eigentlich verdient, weil er mir alles geschenkt hat. Und er, der Heilige Gott, ist, dass er Gott in meinem Leben ist, dass Gott wieder Gott wird, dass er die Ursünde. Bei Sündenerkenntnis geht es also erst im zweiten Schritt um solche Tatsünden wie Dinge, wo ich was Falsches gemacht habe oder jemand enttäuscht habe oder gelogen habe. Die Ursünde ist, dass ich bisher ohne Gott gelebt habe. Und dass jeder Mensch eingeladen, umzukehren.
wieder mit diesem Gott leben, der mir doch eigentlich alles gegeben hat. Der verlorene Sohn hat es so formuliert: Vater, ich habe gegen dich und den Himmel gesündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Er sieht ein, dass er alles verspielt hat. Er ist eigentlich der Sohn, aber eigentlich hat er es gar nicht mehr verdient. Das ist das erste Sündenerkenntnis. Und das zweite ist Lebensbereinigung. Jetzt aufzuräumen in meinem Leben. Stellt euch vor, dieser verlorene Sohn, der kommt von den Schweinen zurück und ja, so, Schweine, Dreck, Mist, der stinkt. Ja. Okay, der Vater hat ihn direkt umarmt. Deswegen heißt es auch besonders da, er rannte ihm entgegen, umarmte ihn und küsste ihn, obwohl der gestunken hat. Und wer in der Nähe von so Schweinehöfen wohnt oder schon mal hinter so einem Lastwagen hergefahren ist, kann sich das ungefähr vorstellen. Und dann sagt der Vater als nächstes: Bringt schnell ein neues Gewand. Ja, natürlich, der soll raus aus dem Mist. Das ist doch mein Sohn, der ist es nicht wert, in solchen schmutzigen Klamotten rumzulaufen. Bringt schnell her ein neues Gewand und dann noch Ring an den Finger und Sandalen, aber zuerst mal das neue Kleid, das neue Gewand. So, und jetzt stellt euch vor, der kommt mit diesem Gewand und da steht der stinkende Kerl, hat er das einfach so drüber geschwungen, so, jetzt nimm es halt noch so auf die Schulter irgendwie, jetzt kriegst du halt noch so ein bisschen was dazu, noch ein bisschen Jesus dazu. Der hat sich ausgezogen, ganz sicher. Und wenn da irgendwo Wasser war, hoffen wir mal, dann hat er sich gewaschen. Der wollte doch das neue Gewand wirklich richtig anziehen. Und dass es dann gut riecht. Ja, das ist neu. Genau. Merkt ihr, Buße ist sowas unheimlich Befreiendes. Buße macht, dass wir wieder gut riechen. Dass wir ein Wohlgeruch Christi sind. Buße ist was Wunderbares. Und dann diese Lebensbereinigung einfach aufzuräumen mit diesen Dingen, schlechte Gewohnheiten abzulegen. So bin ich halt. Ja, so warst du halt. Oder die Leichen im Keller mal aufzuräumen. Ach, diese alten Geschichten. Ja, genau, weil es stinkt. Räum doch auf. Alte Konflikte. Mit dem aber nicht. Ja, genau mit dem. Merkt ihr, wie viele Wunden da heilen können, wie viele Verletzungen wieder heil werden können, zumindest von unserer Seite, dass wir darin heil werden, auch alte Gedankenmuster, Gewohnheiten, dass Vergebung wieder da ist, dass Versöhnung da reinkommt, Bindungen gelöst werden, Heilung entstehen kann. Das ist Buße. Deswegen sagt Jesus zuerst die Buße, und dann der Glaube kehrt um und glaubt dem Evangelium. Und die nächsten Verse in diesem Markus-Evangelium handeln davon, dass dann Jesus Menschen berufen hat in die Nachfolge. Nachfolge. Jetzt geht's los. Da hat er erst diesen Andreas und den Petrus und den Simon und dann nochmal den Bruder davon und so. Da sind plötzlich ganz viele Menschen, die aus diesem heraus jetzt in die Nachfolge gehen. So, wie ist das jetzt mit der Buße in der Nachfolge? Haben wir das einmal erledigt? Hat jemand eine Idee? Nochmal ein bisschen? Ja. Also ich brauche es ab und zu. Zu Petrus hat er mal gesagt, als er ihm die Füße waschen will, okay, wer einmal gebadet hat, der ist sauber, aber man muss ihm noch die Füße waschen. Und das meint hier sowas wie die tägliche Buße, die immer wiederkehrende Erneuerung, weil unsere Füße werden einfach vom Schmutz des Alltags immer wieder dreckig. Und manchmal mufft es auch ein bisschen, wenn man dann die Schuhe auszieht. Im Vaterunser kommt direkt nach der Bitte um das tägliche Brot die Bitte um die Vergebung. Das tägliche, immer wiederkehrende Erneuern und die Buße, die uns immer wieder reinmachen. Das sind ja diese Kleinigkeiten des Alltags, die man gar nicht so im Einzelnen wahrnimmt, aber die sich so anhäufen und das sind wie so kleine Füchse in diesem Weinberg. Da ist mein Gespräch blöd gelaufen, hier ist ein ungutes Wort gefallen,
da habe ich mich einfach abgewandt, obwohl jemand noch was wollte von mir, oder ich bin kurz gewesen, komm nach Hause, bin schlecht gelaunt. Das ist ja manchmal auch so ein Kreislauf. Und Buße bedeutet, hier einzutreten und Stopp zu machen. Das sammelt sich manchmal über den Alltag immer wieder sowas an, kennt ihr das auch? Und am Ende der Woche ist man total schlecht drauf. Weiß gar nicht mehr genau, warum. Da hat sich, Also mir ging es letzte Woche ein bisschen so. Und da habe ich gedacht, ja stopp, was mache ich hier eigentlich? Warum geht es mir eigentlich gerade so? Und dann dafür Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, so und jetzt trete ich raus aus dem und tu Buße. Leg die Fesseln der Schuld ab, die uns ständig umstricken. Da habe ich mich gefragt, Mensch, wann war ich eigentlich das letzte Mal auf den Knien? Wann warst du das letzte Mal auf den Knien? Und warum fällt uns das so schwer? Warum fällt uns das so schwer, umzukehren und einfach Gott einzugestehen, ich war da falsch. Vergib mir, löse mich davon. Ich will diesen Schweinedreck nicht länger mit mir rumschleppen. Ich will nicht mehr im Feindesland rumlungern und dann kriege ich wieder so dreckige Flecken und fange an zu stinken und komm nach Hause. Geh wieder auf die Knie. Gott ist doch da. Wer Buße tut, übernimmt Verantwortung für sein Leben. Der sagt, ich bin jetzt hier schuld und ich gehe in die Buße. Der schiebt diese ganzen Sachen nicht mehr auf die Kollegen oder auf die Familie oder auf irgendwie und ist halt das Opfer, sondern hey, ich bin's. Und ich tue Buße. Ich möchte euch noch ein Beispiel nennen, was bei mir letzten Montag passiert ist. Also montags ist ja mein freier Tag und da ist es manchmal so, dass sich so wie so eine schwere Last auf meine Schultern legt. Das ist so die ganze Woche über, läuft viel und hier gerödelt und da und machen und tun. Aber wenn dann mal so ein bisschen Ruhe ist, dann kommen so ein bisschen die Sorgen. Was bei mir dann so ein Ansatzpunkt ist, dass ich über Menschen nachdenke, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Wo ich überlege, Mensch, wie geht's denen wohl? Kommen die eigentlich noch zur Gemeinde? Ist irgendwas schiefgelaufen? Haben wir uns nicht richtig um die gekümmert? Oder so. Da kommen solche Gedankenstrudel. Und also wenn ich Dienstag jemand von euch anrufe, dann könnte es sicher sein, ich habe Montag an euch gedacht. Hat ja auch was Gutes mal, aber wenn das dann so wie so eine Last ist, und ich denke, und irgendwie, wo bleibt der denn und was ist da los? Genau, habe ich in so einem Buch geblättert, am Montagabend dann, und da hat der Heilige Geist wie direkt durch diese paar Zeilen zu mir gesprochen und ich wusste, was Sache ist. Da war wirklich so eine klare Stimme, wo Gott gesagt hat, hey, das ist nicht deine Verantwortung. Das ist meine Gemeinde, nicht deine Gemeinde. Du legst dir da was auf die Schultern, was ich tragen will, was ich eh trage. Also lass das. Ich habe gedacht, da kommt sowas wie, ach ja, armer kleiner Pastor. Wisst ihr, so, es ist ja auch so eine Opferrolle. Es ist ja, halt, ja, die Bösen und die sind ja auch blöd und ich bin der arme Kleine und so. Wisst ihr, es hat ja auch Vorteile so. Aber da kam so eine Stimme, nee, du, was du hier machst, ist Schuld. Du sorgst dich um Dinge, um die ich mich sorgen will oder um die ich mich sorge. Das ist Schuld. Das ist Sünde. Merkt ihr, wenn ich dann Buße tue, übernehme ich Verantwortung für meine Gefühle. Da bleibe ich nicht mehr in meiner Jammerrolle, sondern sage, hey, okay, es ist sogar Sünde, dass ich mir Sorgen mache, die mich nichts angehen. Also wenn du zu viel Stress hast, dann jammer nicht rum, sondern tu Buße, dass du dir zu viel aufgeladen hast. Klingt vielleicht ein bisschen hart, also jetzt kommt doch so ein kleiner Bußprediger noch raus. Irgendwie. Aber ich habe gedacht, ey, ich meine, wir jammern über so vieles, aber bei den meisten bin ich doch selber beteiligt. Also, wenn du dir gerade so viele Sorgen machst, dann jammer nicht rum, sondern tu Buße, dass du Gott nicht genug vertraust gerade. Oder wenn dir die Freude an der Arbeit fehlt oder irgendwie so an deiner Aufgabe, so, dann jammer nicht rum, sondern tu Buße, dass du nicht dankbar bist gerade, wie reich wir hier eigentlich leben.
Merkt ihr, das ist ein bisschen eine Gratwanderung. Es gibt Zeiten, wo es uns wirklich nicht gut geht und wo auch Klage dran ist. Aber ich glaube, viel öfter ist einfach Buße dran, um Gott wieder Gott sein zu lassen und zu sagen, Herr, es tut mir leid, dass ich mir Sorgen mache, vergib mir. Merkt ihr? Und da kommt was Unheimliches, Befreiendes aus diesem Vaterland, zurückzukommen zum Haus des Vaters, aus dem Feindesland zurückzukommen in das Haus des Vaters. Ich möchte dir jetzt eine Stille gönnen, wo das einfach nachwirken kann. Wir haben einen Text aus Psalm 51 mitgebracht, ein Bußpsalm, und der kann euch anleiten, aber es geht nicht darum, dass ihr jetzt diese Worte da lest, sondern dass ihr jetzt offen seid für das, was der Heilige Geist euch jetzt zeigen will, dir zeigen will. Der Heilige Geist hat auch die Aufgabe, uns auf Sünde aufmerksam zu machen. Lasst Gottes Geist an euch wirken in so einer Zeit der Stille. Vielleicht helfen euch die Worte von David. Kommt einfach selber mit Gott in Kontakt, und danach werden wir in der Lobpreiszeit.